Der einfach. Geldtransporter. Die vorletzte Mission schon, Mensch. Ist bei Wetchos schon fast Geschichte. Also der fliegt natürlich auch wieder in einem super Gebiet. Fährt. Nein, der fährt ja. So, das heißt, wenn wir die Straße nehmen, fliege ich mal ein bisschen weiter vor. Ja, genau. Einmal um dieses Gebäude hier. Fährt der lang? Der fährt geradeaus Der bestimmt. Lass fährt uns mal hier. hier entspannen, da so. Genau. Gute Idee. Fährt er da? Ja. Warte, ich bin mal hier vor der Kreuzung am besten. Sollte bald passieren. Und gerade halten. Wäre jetzt ganz cool. Kann ich nicht schießen. Ja. Gucken, ob ich den Fahrer direkt treffe. Davor ist auf jeden Fall ein der, ne? Der wacht. Wo ist der Transporter jetzt hin? Ach, der ist runtergefahren. Kommt jetzt erst. Ach so, kommt. Warte, Ja, warte, warte, kommt. warte, Ja, warte. ich sehe, entschuldige, ja, warte. Jetzt kann ich nicht mehr. Oh, kein Schell, muss ich hier neu zielen. Das geht's nicht. Warte mal, ich war nur ein bisschen, dass der. Ich wollte mich direkt draufhalten, weil sonst das Ding ja kaputt. Ja, ich kann ihn ja. Scheiße. Was? Nein. Erwischt. So nicht. Scheiße. Warte. Hab die Rebellen um ein Fahrzeug gebeten. Aber wenn der jetzt auch direkt vor uns. Ja, da. Oder wir holen ihn uns weg. Schieß doch! Jetzt. Wo ist er? Wo ist es? So, warte, wir holen ihn uns gleich noch. Moment, ich fahre. Ach, fuck, keine Granaten mehr. Wo bist du? Warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Spring ein. Jawohl. Da kannst du gleich wieder. Hier sind wieder welche. So, jetzt sind wir da. Achso. Bügel. Jawohl, sauber. Jetzt haben wir den Geldtransporter. Ich versuche den mal einfach nur abzudrängen, ja. Ja. Oh, der fährt zurück, das gibt's doch nicht. Hast du ihn erwischt? Jawohl. Ja. Sauber. Ja, das klappt ja, wa? Achso, genau Ja, jetzt. Jetzt heißt es fahren und beschützen, ja? Ja, warte, dann steige ich hier wieder ein, damit ich die. Wie weit müssen wir denn? 7, wie weit weg jetzt? Es geht aber, Einkommen. es ist keine Ich dachte. große. Nee, ich dachte, Kurvenroute. 7 Kilometer. Ich 1,7. dachte, Stimmt, ist die ja. Armmarkierung von mir? Ja, A bist du. Dann habe ich die mal weggenommen. So. Oh, und ich war. Warte mal, lass mich mal vorfahren am besten. Ja. Weil vor uns ja gleich diese roten Markierungen waren, weißt du? Ah, wobei unsere Leute kommen ja auch schon. Ist ja sehr geil. Sagen, kann man die Rebellen nicht mitnehmen? Ja. So, warte, jetzt hier müsste gleich ein bisschen schneller durchfahren. Aber die beachten mich gar nicht hier. So, warte, hier waren sie doch auch gleich, ne? Ja. So, hier ist alles safe erstmal.
Die sind, zwischendurch sind die immer Rebellen, das ist ganz witzig. Stehen zwar super im Weg, aber egal. Ja, ehrlich, ich muss ja gerade schon richtig ausweichen gerade. So, Achtung, hier unten kommt der sehr scharfe Rechtskurve. Ui. Oha. Boah, sind wir ja schon fast da hier, Mensch. Ja, da haben wir auch nicht, Oh, der LKW Leute macht schlapp, ey. Hier sind wieder unsere Leute. Na, jetzt geht's ein bisschen bergauf. Feierabend. Ja, so, und hier geht's jetzt nach links. Jetzt geht's auf den Schotterweg. Oh! Noch. Warte mal, jetzt, nein, hier auch noch. Kann man das hier einstürzen, oder was? Nee. Wie wird's denn stehen bleiben erstmal? Ja, aber die sagen, dann räumen wir erstmal auf. Ja, genau. Ich komme. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Wir haben Alarm am Start. Tango getroffen. Rechts ist noch einer. Jetzt ist ganz hinten noch einer. Alles gut, wenn ich den kriege. Ja, safe. Ich mach fix den Alarm hier aus. Ja. Wunderbar, ich komme runter. Dann müssen wir nur noch. Habt den Alarmlamm gelegt. Ach hier. Erreichen. Jetzt musst du hier. Kannst du jetzt hier reinfahren eigentlich? Ah ja. Nein, weil dann links davor steht. Achso, ja, warte, dann mache ich Platz. Hat sich das Tor gerade automatisch geöffnet? Sieht so geil aus, quetscht er sich da durch. Ja, geht alles, passt. Jawohl. Da ist er. Links ist auch noch. Mission complete. Wie weit geht das Ding auf? Warte mal. Ja, kurz davor. Alter, sauber. Geiler Shit. Jetzt müssen wir auch noch hier den Bereich verlassen, oder was? Lassen Sie den Besteck ohne entdeckt zu werden. Ach, so scheiße. Ja, sowieso. Ab ins Auto und los geht's. Hast du gerade die Granate geworfen? Granate? Nee. Okay. Dann komm mal hier rein da. Ohne entdeckt zu werden. Ach so. Oh. Ja. Ah. Mal los, das Auto kommt, da kommt ein Auto. Fahr hier einfach runter, hier rechts. Tschüss. Aus dem gelben Kreis raus. Aber hier ist doch kein. So, jetzt. Das jawohl! Nein, ich bin down. Super. Voll ist ein Gegner. Ja, so was. Ja. Oh, wie schnell und die unterwegs ist, ey. Oh, geil. Oh, da lebt er wieder. Aber ich kann nicht zielen jetzt. Ich hab einen Bug. Verstanden. Gritsche, ich kann nicht zielen. Was? Das gibt's doch nicht. Guck mal, wie das aussieht bei mir. Ich will nicht Beifahrer sein. Warte, ich komme. Guck die mal an, wo meine Knarre hängt. Nein. Sieht da so ein bisschen komisch aus, ne? Scheiße. Warte. Ich kann nichts machen. Ich kann schlagen, aber ich kann nichts anderes machen. Scheiße. kann ich Waffen wechseln? Kann ich auch nicht. Schade. Das ist ja wieder phänomenal. So, ja. Königsmission oben rechts. Ja, warte, ich kann ja nichts machen. Achso, dann einmal. Ja. Ich geh mal eben raus. Warte, ich kann nicht auch. Okay. Muss ich dich nur einladen, ne? Ja, genau. Aber nee, ich kann auch bei dir beitreten. Warte mal, wenn ich dich sehe. Ich kann ihn nicht sehen. Ich hab dir mal eine Einladung geschickt. Ja, wunderbärchen. So, können wir die in 2 Minuten machen? Frisch und munter geht's euch weiter. Jawohl. Eine kleine Pause. Break. Cut. So, ja, wir dürfen nicht entdeckt werden. Gerichtig. Das ist unsere Königsdisziplin. Fliegen wir mal hier hin. Sehr gerne.
Vielleicht können wir auch von hinten. Weißt du, was ich meine? So von hier so und dann von hinten anschleichen, wenn wir da hochkommen. Keine Ahnung. Ja, weiß ich eigentlich. Schauen wir mal. Wenn wir nicht gleich eh abgeschossen werden. Ja, weil dahinter ist ja wieder Hoheitsgebiet sozusagen. Oh, und hier unten ist doch schon so ein Ding, oder? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Warte, dann lande ich am besten schon hier. Und dann hackern wir das Stück dahin und gucken mal, was uns da erwartet. Ohne entdeckt zu werden. Das kann was werden, ne? Hä? Was war das? Weiß ich nicht, da hinten ist ein, da hinten sehe ich noch eine Drohne auf der Karte. Ach, da ist Uni, dat, da wo du markiert hast. Aber das ist auch neues Gebiet, ne? Also musst du gucken, dass du ja nicht zu weit rein wirst. Achso. Nein, dann gehe ich jetzt wieder da rein. Richtung Haus. So. Von hinten. Und. Ach, nicht gut gemacht. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ein einziger nur? Das einer oben. Will Pulpos Haus unentdeckt zu werden. Ja, da sind wir jetzt. Ich sehe Pulpos Versteck. Warten wir, bis er rauskommt. Also ich bin unten. Ach, warten wir, bis er rauskommt. Wir sind mir vorbeigerannt. Ja, mir auch. Schützen Sie El Pulver auf seinen Weg zum Flugplatz. Ach, wir sollen ihn auch noch schützen. Hier, komm, Katsche, hier ist ein Auto. Ich gehe ins Geschütz. Wo, wo, wo? Hilfe, wo? Wo bist du denn? Ach, hier. Hier. Wo ist denn? Ich komme ins Geschütz. Hier, ich komme. Jetzt, auf geht's. Das Spiel, ey, das macht mich fertig. Wo fährt er denn? Da. Alter, weg da. Hier oben Uni, das, ne? Nur. Ach, hier direkt vor uns, direkt vor uns, jawohl. Alter, was da los ist. Der kommt doch mit, ey. Was steht der denn jetzt auf der Straße rum? Will der mich ver. Steig doch ein. Kollege. Steig ein, Mann. Achso, warte, ich bleib kurz. Okay, geht weiter. Die Fahrt, sorry. Ach, hast erwischt, sauber. Da steigt er da aus. Der gute Mann. Ja, ich bin jetzt down, ne? Oh, jetzt kommt hinter uns Unidad. Ja, unser Auto ist auch gleich. Wie weit ist das denn zum. Wie weit ist das denn zum Flugplatz? Unidad-Patrouille verloren, sehr gut. Und ich fahre, glaube ich, auch einen kaputten Reifen. Nur noch schneller als der. Mann. Oh, oh. Oh Mann, der ja, gute. Der gute El Pulpo. Guck ja, mal, wie der Auto fährt. Na, aber gut, seine Reifen sind noch platt. Jetzt noch durch die ganze Stadt hier. Oh nee, ich sehe es doch schon kommen. Ja, noch sehe ich nichts Rotes. Oh, was ist das? Ja. Flugplatz voraus. Ah, ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Hubschrauber, da muss doch Flugplatz sein. Warum fährt er jetzt wieder zurück? Ziel getroffen. Ah. Nein. Oh, was? Nein, Mensch. Ich warte, hier unten sind noch Leute. Aber theoretisch. Oh, und. No. Warum springt er denn jetzt wieder weg? Oh, jetzt sind es zwei. Ah, warte, hier hinter uns, hinter uns. Hier, hier unten. Runter, 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 runter. Warte, hier vor dir. Wow. Vor der Nase. Nein. Ich kann nicht weg, ich komme nicht weg. Verdammte Scheiße. Shit, das Auto ist im Arsch. Oh, ich bin down. Nein. Noch neben dir. Nein, und jetzt hier, leider aufs Geschütz. Nein, renn doch da weg. Wir haben oh. Nee, nee. Entkommen. Nee, geschafft. Geschafft, geschafft, wollte gerade sagen. Das ist, der sollte doch entkommen. Zu neues Video. Weitermachen.
Verstanden. Wir melden uns. Nomad Ende. Pulpo ist sicher. Wiederhole, Pulpo ist sicher. Verschwinden. Na Gott sei Dank. So, ein Video für euch. Keine Ausreden. Wir wollen unser Scheißgeld, Aura. Nidia kümmert sich darum. Sueño? Müssen wir hier etwas ändern? Nidia ist schon seit Jahren eine unserer Besten. Zu viele Jahre. Sie hat ihre Motivation verloren. Ich hatte viele Bujonis kommen und gehen sehen. Als König verlierte man ab und zu Ritter. Doch Nidia Flores war anders. Ich hatte sie schon früh unter meine Fittiche genommen. Sie war für mich das, was einer Tochter am nächsten kommt. Sie war meine Reina. Wenn ich sie an die Wölfe verfüttere, würde ein Teil von mir mit ihr sterben. Ihr kriegt euer Geld, Selohuro. Ich verbürge mich. Enttäusch uns nicht, klar? Sostén tu palabra. Oh, wie gut er in Nidia. So, knappe Geschichte. Ich glaube, der Matze hat sein Mikro noch aus. Ja, genau. Jetzt auch erst geraucht. Oh, vorbeigeflogen. So, ja, das war bei Vetchos. Von der Mission her auf jeden Fall eine der heiteren Gegenden gewesen. Ja, schon. Aber jetzt gibt's, glaube ich, nur noch ab 4 hoch. So, ne? Jetzt, also genau, jetzt haben wir nur noch Stufe 4 und 5. Also jetzt wird's richtig heftig. Oder heftiger als eh schon. So, dann müssen wir mal gucken, wo es denn als nächstes hingeht. Entweder rechts Espiritu Santo, Villa Verde. Oh, da ist ein Flugzeug. Genau. Wir sind auf dem Flugplatz hier, genau. Inca also, Camina. Oder natürlich gleich links nach Moyocoyo. Oder Remanso. So viele Örtchen noch hier. Wobei wir jetzt echt schon gut Bolivien abgegrast haben. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, hier gibt es sogar hier Terminal. Free Wifi. Warte, ich will mitfliegen. Ah, so gibt es ja noch eins. So, ja, sag mal an, wo fliegen wir denn hin? Such dir mal das nächste Örtchen raus. Oh, das war zu weit. Was ist denn da? Schmuggel, Sicherheit. Lass uns mal unten links nehmen, da Sicherheit. Nach Inca Camina oder wo meinst du? Ah ne, Schmuckel. Nee, nach Ach hier. Also direkt dahin. Nee, das ist 6. Nee, das ist direkt 5. Nehmen wir hier. Boah, warte mal kurz. Warte. Wollte ich gerade sagen, Montuyoko. Aber hier links wurde markiert, das ist so. Das geht. Oder lass uns doch das rechts nehmen hier, weil da haben wir auch schon die Hälfte aufgedeckt hier. Der ganze hinten warte, rechts. Rup. Bei Espiritu Santo. Ja. Sehr gerne. Genau, dann gehen wir da. Dann machen wir da noch eine kleine Flugreise mit euch und dann. Bei Unwetter, mal gucken, wie es aussieht. Oh. Und. Hoch die Nase. Ist immer noch ein Bug. Wir zeigen immer noch eine Drohne auf der Karte. Nein. So, wie weit fliegen wir denn jetzt eigentlich? Weiß ich gar nicht, zeig dir mir gar nicht an, wie weit wir jetzt fliegen. 13 Kilometer. 13, okay. Ja, wunderbar. Einmal quer durch Bolivien. Kannst du sehen, wie ich fliege? Transporterflugzeug. Ja. Schwach, aber mit Nachtsicht kann ich besser sehen, wie du fliegst. Ah, cool. Aber fliegt recht schnell das Flugzeug, ne? Nein. Ja. Oh, vor uns Unidad.
Nein, Sturzflug. Oh, hier links ist auch noch eine Infodatei. Wo sind wir denn jetzt? San Mateo. Ach, siehst du, das könnten wir auch machen, wo wir jetzt gerade sind. Aber müssen wir auch noch nicht. Ja, warte mal. Stimmt, haben wir auch noch nicht. Wir können ruhig hier rechts anfangen, die beiden. Und dann nach also links. Machen wir hier weiter, was? Hier? Achso, nö, da wo du markiert hast. Lass uns mal da. Da ist ja ein Örtchen, darunter noch eins und dann. Ja, ist klar. Wenn im Prinzip ist egal, aber. Ja, schon. Dann nehmen wir die weiteste Strecke und dann. Ja, wunderbar. Neue Region und so, neue Luft. Genau. Lichter machen hier. So ein kleines Fleckchen hier unten. Hier waren wir schon. Ganz am Anfang. Lange ist her. Ja. Nachtsicht sieht cool aus mit dem Flugzeug, da siehst du voll. Ja, okay. Schon. Dann mach ich mal Wheelie. Hui. Ja, sehr geil. So, stürmisches. Oh, wer sieht mich denn jetzt? Eine Rakete? Oh nö, nee. Ich wollte gerade. Nee, alles gut. Das hätte mich jetzt auch gewundert, hier war doch nichts. Zieh hoch, Alter. What the? So. Wunderbar. Und gleich haben wir es auch geschafft. Muss man jetzt Kreis drücken und einen Sitzwechsel machen. Geile. Platsch voll in den Berg, ey. Ja. So, Monte Punco haben wir auch schon abgegrast. Meine Güte, was wir schon alles erlebt haben hier in Coast Recon. So. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir. Warte, wie heißt das jetzt? Espiritu Santo. Ja, danke für den angenehmen Flug. Beehren Sie uns bald wieder. Oh, voll der Dschungel hier, ja? Kann man hier landen? Ja, Tatsache. Oh! Wunderbar gelandet. Oh! Was hast du denn hier markiert? Guck mal, wie ich gelandet habe. Das gibt's doch gar nicht. Direkt von dem Haus. So, nehmen wir hier gleich noch einen Infopunkt mit. Ein Drecksack weniger. Fertigkeitspunkte. Alter, Matze, das gibt's nicht. Wo sind wir hier? Oh! Ach, da bist du! Ich kann hier. Das war der Matze. Nein. Alter. Ich kassiere. So, ich hab alles. Wir können theoretisch wieder abhauen. Ich habe Informationen über ich nicht. Gott, ich das Kartell Kontakt zu La Santeras Kult hält. Nein, ich bin down. Fuck. Hinter mir, drei Leute. Ey, was für ein Geier. Ich seh's, wo die langlaufen. Granate fliegt. Nehmt das. Granate? Der Helikopter hat das Flugzeug auch immer. Der kommt von links. Ja, eine kurze Heilung ist drin. Ja, aber. Oh ja. Naja, hier räumen wir jetzt noch auf. Das sind da vorne noch irgendwelche Kunos. Die sind dahinter, aber. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich eher davor oder so. Ah, eine Waffenkiste, sehr geil. Hab ihn, alles klar. So, da ist noch eine Waffenkiste. Oh Gott. Renn ich gleich neben der Leiter. Nein, wenn ich mir auch noch gefallen. Scheiße. Passt gut zu meinen Stiefeln.
Sondern ansonsten war ja dann alles abgegrast, ne? Ja, cool. Mann, jetzt kommen noch irgendwelche nachgelaufen. Oh, was? Oh, was pflanzen die denn hier Schönes an? Alter, bei dem Wetter siehst du... Oh, Entschuldigung. Beim Wetter siehst du echt nichts, ne? Aber hier ist ja keiner, obwohl er zeigt, dass einer da ist. Keiner. Okay, ist... Bus! Einer mit Geschütz auch noch, also gepanzert. So, sehr schön. Ja, das soll es, glaube ich, gewesen sein. Kurzer Einstieg noch hier in... Ich muss mir den Namen nochmal merken. Espiritu Santo. Wo wir den Einfluss ein bisschen steht, destabilisieren. Jetzt haben wir hier oben ganz viele Aufklärungsdaten. Ah, Matze, hier erwartet uns auch ein bisschen. Ja. Aber wenn man mal so guckt, die Karte, so, wir grasen die schon gut ab. Auf jeden Fall. An El Svenio kommen wir auch immer näher ran. Wunderbärchen, aber noch viel zu tun. Wir haben... Einfluss haben wir schon richtig gut. Die Sicherheit müssen wir noch viel stabilisieren. Da haben wir 27%. Es kommen ein paar Leute. Ah. Oh! Was für Leute? Wo kommt die denn her? Ja, wunderbar. Crash geklärt. So, wunderbar. Und mit dem Feuerwerk sagen wir Adieu, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ein Peace.